Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, schwer ist es, ohne seine, wo schlechte Menschen lang leben und viel Macht haben und immer noch viel mehr bei sich tun, und uns war nichts passiert. Das sitzt es, wenn Gott nicht angriebe dein. Die Bibel, die vertelt uns die Geschichte von Herodes, dass wir so hat wie ein ganz böser Mensch. Er hat viele Christen umgebracht. Als Petrus freikam, dann brachte er die Soldaten um. Der Engel, der hat Petrus rausgeholt und die Soldaten hatten das sollt verhindern, die konnten ja das nicht. Er brachte einfach um. In der Letzte kam es so wie, dass er sich aus Gott abstellen lässt und Gott nicht der Eier gab. Und dann kommt der Punkt in Apostelgeschichte 12,23, dort in einem Moment Gott ihm das Leben nahm. Vor allem. Er stund da und nahm die Eier an, die bloß Gott gehirrt. Und in dem Moment püßt da ut, wie tot. Und in dem Moment wie verfreite von warm. Gott weiß für alle Menschen, dass jetzt ein Tag, wo ein Unterscheid zu sein ist. In Malachi Kapitel 3, da redet von einem Tag, wo Gott wird den Unterscheid wiese zwischen dem, der Gott deine hat, und dem, der über Gott spattert hat. Dem, der sagt, das ist ganz unheilig, wir brauchen nicht Gott deine. Wir tjenen da nur mit unserem Leben, was wir wollen. Liebe Freunde, es gibt einen Tag, wo der Unterscheid wird seine sein. Liebe Geschwister, wir brauchen uns nicht sorgen machen. Gott ist gerecht. Herr Jesus, verzeih uns, wenn wir vorhin ungeduldig waren. Wenn wir seine, wo das böse Fährewasch kommt und wo böse Menschen recht sind und gesund sind und viele, die gut sind, die leiden. Aber Herr, ich danke dir, dass du eine ganze Ewigkeit hast, um Gerechtigkeit zu machen. Und dass du ab dieser Erde auch vorhin wiese dass du bei Herodes, dass es einen Tag gibt, wo du wiese dass wer du bist. In Jesus' Namen. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei der Nummer Jesu grötschriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.